Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Vom Winter war das Jahr noch nicht viel zu spüren, ganz besonders im Flachland nicht. Darum sind wir heute hier oben im wunderschönen Saanen, um uns ein bisschen in Winterstimmung zu setzen. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Heute geht es bei uns um das Thema Winterliebe. Wir stellen Ihnen den Skifahrer Elia Zurbriggen und die Snowboarderin Larissa Gasser vor. Zwei junge Spitzensportler, die den Winter über alles lieben. Und da oben auf Saanen bringt uns eine außergewöhnliche Winterliebesgeschichte. In dem Schale hinter mir wohnen Arjan und Jürg Matti. Sie sind beide verwitwet und haben hier oben ihr neues Glück gefunden. Ich habe mich mit ihnen zum Schneeschuhlaufen verabredet. Jürg war als ehemaliger Nazi-Trainer der Snowboarder schon mehrmals bei uns in der Sendung. Und Arjan kenne ich über gemeinsame Freunde. Jetzt gehe ich mal schauen, ob sie schon parat sind. Hallo. Ciao. Hallo, Aline. Freut mich, cool. Arjan, schön, dass du da bist. Ja, mega cool, das klappt. Ja. Lässig, sind wir parat? Ja, die Schneeschuhe sind schon parat. Also, dann hier. Die für mich. Danke vielmals. Wir machen uns auf den Weg, aber vorher geben wir Ihnen noch einen kurzen Einblick in die Lebensgeschichte von diesen beiden. Darjan und Jürg haben im letzten Sommer geheiratet. Sie haben beide ihren ersten Partner auf tragische Art und Weise verloren und eine entsprechend straube Zeit hinter sich. Über Jürg und seine verstorbene Frau Ursi haben wir vor 3 Jahren berichtet. Wir schauen uns ein paar Ausschnitte daraus an. Winter 2013, Skigebiet Wasserngrad bei Gstaad. Jürg Matti trainiert die jungen Talente des Saanenlands. Juli, es war eine schöne Fahrt. Jetzt fahren wir noch schön und schnell. Von 1994 bis 2003 trainierte der Berner Oberländer als Schweizer Nationaltrainer die Alpine Snowboarder. Auch seine erste Frau, Ursula, hat Jürg auf der Piste kennengelernt. Ihre spontane Art, ihr Lachen, ihre Sportlichkeit, das hat mich angesprochen. Und wir von Anfang an haben wir aktive Sachen unternommen. Wir sind zusammen snowboarden. Wir haben es wirklich gerade irgendwo gefunden. Ursula selber gehört in den frühen 90ern zu den Top-Snowboarderinnen. Zweimal wird sie Vize-Europameisterin. Jürg und Ursula heiraten, werden Eltern zweier Mädchen. Im Jahr 2007 wird bei Ursula völlig überraschend Brustkrebs festgestellt. Die Diagnose von Krebs, die sie dann bekommen hat, ist für mich persönlich einfach so unbegreiflich war. Es ist so etwas aus dem Nichts rausgekommen. Olivia und Lara, die beiden Töchter, sind beim Ausbruch der Krankheit 10 und 8 Jahre alt. Ursula Matti durchläuft eine Chemotherapie. Alles scheint überstanden. Ein halbes Jahr später zeigt sich bei einer Nachkontrolle, der Krebs ist zurück. Ein langes Auf und Ab beginnt. In dieser schwierigen Phase haben wir gemerkt, dass wir die Beziehung zu Gott eigentlich sehr wesentlich ist. Also unsere eigentlich Abhängigkeit zu Gott ist immer wie grösser geworden. Er hat uns schon durch gute Zeiten begleitet, also wird er uns so in diesen schwierigen Tagen durchziehen. Im Januar 2010 steht erneut eine Operation an. Danach geht es Ursula besonders schlecht. Am 28. Januar 2010 verliert Ursula Matti den Kampf gegen den Krebs. Ja, die Zeit dort in diesem Spital, die Stunden nach dem Tod mit ihr in diesem Zimmer verbracht und habe Gott auch angeklagt, wieso dass es überhaupt passiert ist, wieso dass es so weit kommen musste. Aus diesem Spital aus musste ich noch meine Kinder informieren, die daheim waren. Also, das war das Allerhärteste. Die erste Zeit ist für den nun alleinerziehenden Vater schwer. Die Trauerphase war sehr intensiv. Und ich kann sagen, dass ich dort Gott auch sehr
nachgespürt habe. Olivia und Lara meistern ihren Alltag gut, doch auch sie vermissen die Mutter. Ich habe Teller für sie genommen und dann habe ich immer 4 Teller für sie genommen, wie ich es früher gemacht habe. Und dann kam mir auch, wir sind jetzt nur noch 3. Und da hat man schon gemerkt, ja, es fehlt jemand. Nach einigen Monaten nimmt sich Jörg bewusst Zeit zum Trauern, geht in die Stille, liest Bücher zum Thema und sucht das Gespräch mit Gott. Antwort darauf, wieso es passiert ist, habe ich eigentlich nicht bekommen. Aber irgendwo konnte ich das akzeptieren, so wie es ist. Darian hat etwas vom Schlimmsten erlebt, was man sich vorstellen kann. Im September 2012 stirbt ihr Mann Paco an einem Verkehrsunfall. Ihre Töchter sind damals 2,5 und 1 Jahr alt. Ariane auf dem Weg zur Unfallstelle beim Fahnenstiel im Kanton Zürich. Im September 2012 ist hier ihr Mann Paco mit seiner Vespa von einer Landmaschine überrollt worden. Als er zu Hause nicht auftaucht, wird sie unruhig. Ich habe dann der Polizei angerufen und gesagt, dass ich meinen Mann vermisse. Und auf das aber haben sie nach seinem Geburtsdatum gefragt. Und dann war die Antwort nur, ja, wir sind in 5 Minuten bei ihnen. Nachher sind die, ja, das sind die schlimmsten 5 Minuten gewesen, zum Warten auf die Polizei, weil ich gewusst habe, sie werden mir eine ganz schlimme Nachricht bringen. Die gelernte Pflegefachfrau hat schon öfters Sterbende begleitet. Nun muss sie sich im Spital vom eigenen Mann verabschieden. Ich bin in das Spital hinein und irgendwie hat sich etwas in meinem Herz wie versteinert. Ich habe gemerkt, das Herz das muss jetzt ganz, ganz hart und steinig werden, damit ich das überhaupt durchstehen kann, das, was jetzt auf mich zukommt. Ich konnte sehr klar mich von Paco verabschieden, ihm Danke sagen für die schöne Zeit und konnte ihn auch gehen lassen. Paco Buff wurde 34 Jahre alt. Auf dem zweiten Bildungsweg wollte er Lehrer werden. Seine Familie war seine große Leidenschaft. Ariane bleibt mit den beiden kleinen Töchtern allein zurück. Die Mädchen sind damals 2,5 Jahre und 1 Jahr alt. Die ersten Tage und Wochen sind unglaublich schwer. Ariane steht unter Schock. Es war wirklich der Horror. Es war nicht mehr so, wie vorher war. Im Kühlschrank hatte es noch Essen für ihn, das ich eingekauft habe. Es kam noch Post für ihn. Ich hatte sicher ein halbes Jahr einen Klotz im Hals, keinen Appetit, ich habe etwa 10 Kilo abgenommen. Schmerzhaft war es wirklich, das Wissen, dass meine Kinder ihren Vater nicht mehr werden haben für den Rest des Lebens und dass sie sich nie werden können an ihn erinnern. Und für mich war es extrem schlimm, das Gefühl, alleinerziehend zu sein. Das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das Familienbild vorgestellt habe. Linderung findet Ariane beim Sport. Auch ihr Glaube an Gott gibt ihr Trost. Ja, ich habe ihn wirklich erlebt, dass er mir Kraft gegeben hat, um jeden Tag aufzustehen. Er hat mir auch gute Nächte gegeben. Ich habe von Anfang an gut, normal geschlafen. Und ich habe immer in mir einfach eine Wärme und einen Trost gespürt. Und ich habe immer das Gefühl, er sagt zu mir, ich verspreche dir, es wird dir wieder gut gehen und du wirst wieder ganz glücklich sein. Familie und Freunde unterstützen Ariane, wo sie können. 35 Frauen kochen abwechselnd für sie, übernachten bei ihr, damit sie nicht allein ist. Das hilft ihr, zurück ins Leben zu finden. Ich habe viel geschrieben oder Ermutigungen, einen Bibelvers geschickt und für sie gebetet, zusammen geredet, zusammen gebrüllt und das Leben miteinander geteilt. Es war auch einfach für Ariane da zu sein. Sie hat immer kommuniziert, was sie braucht und welche Hilfe dass sie gerne hat. Relativ früh nach dem Paco seinem Tod, als ich noch extrem traurig war, noch extrem gelitten habe, habe ich aber gleich gewusst, nur weil die Kinder den Vater verloren haben,
Und der wird nicht mehr zurückkommen. Ich will nicht, dass sie die Mutter auch noch verliert. Und dort habe ich mich entschieden, dass ich zum Wohl meiner Kinder einfach weitergehen und vorwärts gehen will. Aber ich habe mich irgendwann auch entschieden, dass ich nicht mehr jetzt ein Opfer sein will, sondern dass ich eine Kämpferin sein will. Ariane, was war denn für dich neben dem Verlust von deinem Mann das Schwierigste, wo du plötzlich verwitwet warst? Ja, einfach die neue Identität zu finden. Ich war alleinerziehend, meine Kinder halbweise. Und das hat in mir auch fast ein bisschen Identitätskrise ausgelöst, dass ich gar nicht mehr gewusst habe. Ja, ich bin jetzt eigentlich Single, aber ich fühle mich alles andere als Single. Was war für dich so das Schwerste, wo du gemerkt hast, jetzt stehst du plötzlich mit diesen Teenager-Mädchen allein da? Ja, also ich war noch arbeitstätig, eigentlich 100% gearbeitet und daneben halt noch Haushalt führen und die Schulaufgaben checken. Das hat mich also schon ganz gebraucht. Mhm. Habt ihr euch denn zu dieser Zeit überhaupt vorstellen, dass ihr jemals wieder glücklich sein mit einem Partner? Ich hatte irgendwie die Hoffnung ganz tief in mir drin und irgendwie die Zusage von Gott, es kommt wieder. Es wird wieder ganz gut kommen und du wirst dich wieder verlieben. Aber vorstellen konnte ich es mir überhaupt nicht können, weil ich aus einer glücklichen Ehe unfreiwillig rausgerissen worden bin. Und bei dir? Für mich war es am Anfang einfach ja, wirklich kein Thema. Und so nach ca. 2 Jahren konnte ich mir schon vorstellen, mal wieder in eine Beziehung hineinzugehen. Jetzt habt ihr ja weit auseinander gewohnt. Du am Zürichsee, du hier oben in Saanen. Wie habt ihr euch dann kennengelernt? Über das Internet. Für mich war das klar, dass ich als Mutter von Kleinkind, dass jemand gerade weiss, wenn er mich will, dann gehören die Kinder dazu. Und darum habe ich das einen guten Schutz gefunden für uns alle, dass es gerade von Anfang an geklärt ist. Das heisst, ihr seid da eintöckeln. Und was hat es gemacht, dass ihr hängen geblieben sind am Profil des anderen? Ja, ich habe wirklich Gott um Führung gebeten bei dieser Internetsuche. Ich habe auch Freunde beten, dass sie dafür beten können. Und ich habe dann im Profil eingegeben, etwa zwischen 30 und 40. Und dann habe ich in mir eine Stimme gehört, die gesagt hat, gib 42, du könntest noch etwas verpassen. Und dann habe ich das eingegeben. Und dann aus Gewunder habe ich mal Witwer eingegeben. Und dabei bin ich auf den Jürg gekommen. Und du, wie hast du das Profil von Ariane gesehen? Ja, also bis ich auf das Internet gekommen bin, ist es sicher 3 Jahre gegangen. Ich dachte, ich treffe die Person oder meine zukünftige Frau sonst. Aber das hat sich eigentlich nichts ergeben. Und eigentlich meine Töchter haben mich erst draufgebracht, weil die Jüngere hat mir mal gesagt, du, Daddy, mit wem gehst du ausgegangen? Ich habe gesagt, ja, mit einem Kollegen. Und sie hat gesagt, ja, aber da gibt es dann noch Frauen. Also, da habe ich mich wirklich frei gefühlt. Da habe ich gemerkt, die Mädchen wären bereit, dass ich auch würde in eine neue Beziehung hineingehen. Und dann habe ich dann ein paar Wochen später das so gestartet. Was ja doch auch noch wichtig ist, gell? Ja. Was hat dir denn gefallen aneinander? Gefallen in dem Sinn ist es... Es hat mich einfach interessiert, einmal mit einem Witwer auszutauschen. Und ich habe in dem Moment nicht wirklich die Absicht gehabt, jetzt genau mit ihm eine Beziehung einzugehen, sondern ich habe gedacht, mal zum ein bisschen reinkommen in das ganze Internet. Ich war ja erst einen Tag drin, bis ich den Jürg getroffen habe. Es hat mich einfach sehr Wunder genommen, auch mit dir auszutauschen, wie du das so erlebt hast. Er lacht verschmitzt. Ja, also mich hat schon fasziniert, ihre Offenheit und über das Erlebte können miteinander zu diskutieren. Und ich habe gemerkt, dass sie wirklich frei ist und nicht gross noch in der Trauer drin ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ihre Lebensfreude ist irgendwie zurückgekommen. Und das hat mich fasziniert, weil ich gewusst habe, was sie durchgemacht hat. Und nachher ist sie, glaube ich, Schlag auf Schlag gegangen, oder? Ja, also wir haben uns sicher 2 Wochen hin und her geschrieben und haben gesagt, ja, komm, jetzt wollen wir doch mal telefonieren. Und dann hat mir ihren Zürich-Dialekt also noch recht sympathisch gedacht. Der ist sympathisch. Und schlussendlich, nach einer weiteren Woche, haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir uns also mal treffen. Ich habe vielleicht erst nach 2 Wochen ihr erstes Foto bekommen. Also ich wollte mich da nicht aufdrängen, wie sie da überhaupt aussieht. Und hat mich das einfach auch gerade überzeugt. Und wie ist nachher der Schritt, wenn man sich das erste Mal sieht? Das stelle ich mir noch speziell vor, oder? Ja, das sind wir schon sehr nervös gewesen. Und wir haben gemerkt, dass es einfach ein Essen irgendwo in einem Restaurant, das ist sehr... Stier, das wäre ein bisschen verkrampft.
Mhm. Und dann habe ich vorgeschlagen, weil ich mir gerade ein neues Stand-up-Paddle-Surfbrett gekauft habe, ich gesagt, wir könnten ja im November mit Neopren auf den Zürichsee gehen, Stand-up-Paddeln. Eben, dass sie auf den Zürichsee geht, jetzt, Ende November, das ist schon wirklich eine spezielle Frau. Und ich wollte nicht nur eine 0815-Frau wollen, und das hat mich wirklich überzeugt. Dann habt ihr euch nach dem vierten Date schon verlobt. Das ist relativ schnell. Ja, irgendwie haben wir es wie gewusst von Anfang an. Wir gehören zusammen. Wir wissen, wir machen nicht halbe Sachen. Auch genau, weil ja Kinder bei uns im Alltag absolut präsent waren. Ja, wir haben von Anfang an gemerkt, das stimmt für beide. Danke vielmals, mal bis dahin. Zwei, die nicht nur zum Spass gerne im Schnee sind, sondern ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, sind Elia Zurbriggen und Larissa Gasser. Elia führt die Skibegeisterung weiter von seiner Familie und Larissa hat bereits mit 18 Weltcup-Luft im Snowboarden geschnuppert. Auf den Pisten seiner Heimat Zermatt genießt Elia Zurbriggen ein paar freie Stunden auf den Skiern, zusammen mit seiner Freundin Loredana. Es ist immer entspannend, wenn du heimkommst und einmal kannst du fahren, ohne irgendwas an Technik oder an die Zeit zu teilen. Einfach einmal gemütlich fahren und den Spass daran haben. Ja, wenn ich so voll die Piste abfahren kann und gleich alles irgendwie in Kontrollhaltung habe, ist das einfach für mich sind das Glücksgefühl. Einfach nur mal zum Genießen das Ganze. Und darum mache ich sie so gerne als Skifahren, weil es mir einfach unheimlich Freude macht. Diese Saison gehört Elia dem B-Kader von Swiss Ski an. Der junge Walliser tritt kein leichtes Erbe an. Vater Pirmin und Tante Heidi Zurbriggen haben die Messlatte hochgelegt. Ich habe das immer als sehr hoch angeschaut, was sie erreicht haben. Und jetzt, wenn ich im Weltcup bin, schaue ich es umso höher an, weil ich jetzt endlich weiss, wie der Weg, wie weit das geht, wie viel das braucht, damit du wirklich sehr viel erreichen kannst. Ich habe immer gesagt, ich will mein eigenes Buch schreiben und ich lebe mein eigenes Leben und probiere das Möglichste, was ich kann. Seine eigene Weltcup-Geschichte hat Elia 2013 beim berühmten Riesenslalom in Adelboden gestartet. Ja, meine Premiere war sicher ein Ü von ab. Sicher eine riesige Vorfreude gewesen, oder? Ich meine, ich hatte unheimlich Spass gehabt, bis der Haltung wirklich, ich weiß noch, ja, vier Tore, fünf Tore ab nach dem Start den Ski verloren habe. Seither fährt Elia regelmäßig im Welt- und im Europacup. Sein bisher bestes Resultat ist der 13. Platz im Riesenslalom von Ore 2014. Der Weg an die Weltspitze ist steinig. Kraft schöpft Elia aus seinem christlichen Glauben. Du hast immer einen Halt, der da ist. Ich glaube, das haben wir auch, weil wir in der Familie so fest leben, haben wir halt auch in der Familie der Halt so über den Glauben und den Zusammenhalt in der Familie. Und es lässt die Sachen anders sehen. Es sind Sachen, die viel wichtiger sind im Leben, als die Skifahren. Sei es auch die Familie oder die Gesundheit und alles drum und dran. Ich glaube nicht, weil ich jetzt glaube, dass ich bessere Rennen fahre. Es ist einfach eine Grundeinstellung, die man hat. Und die hilft mir durch das Leben. Die ganze Familie fiebert jeweils mit, wenn Elia seine Rennen fährt. Es wäre ja nicht normal, ein eigenes Kind da zu fahren. Ich kann mich in der ersten Reihe fühlen, was meine Mutter mit mir so miterlebt hat. Ein eigenes Kind, da ist schon, wenn der rauskommt, zum Start rauskommt, hat er fast schon angefangen zu wackeln. Ist eigentlich nicht logisch, weil eigentlich du 100% vertrauen. Aber da siehst du eben, wie der Elterninstinkt reagiert. Und das Gefühl von der Eltern, weil ein Sohn unendlich gerne ein Kind hat, kommt dann plötzlich zur Geltung. Elia Zurbriggen hat vier Geschwister. Auftanken nach den Rennen kann er zu Hause im Kreis der Familie. Das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, wenn man eine Familie hat, die dich unterstützt, wo du immer wieder zurück heimkommst und deine Batterien aufladen kannst. Du kommst auf andere Gedanken, sie helfen dir durch dick und dünn. Und das ist natürlich für mich sehr wichtig.
Lenz Heide. Larissa Gasser ist gerade angekommen und macht sich bereit für den Europacup. Es wird sicher ein cooles Rennen. Ich bin zwar noch ein bisschen müde, weil wir recht früh aufstehen mussten. Aber es kommt gut und wir haben ein gutes Gefühl. Und die Top 16 werden echt genial. Larissa Gasser ist 19 Jahre alt und letzten Dezember ihr erstes Weltcuprennen gefahren. Seit Larissa 4,5 Jahre alt ist, steht sie auf dem Snowboard. Snowboard ist für mich eigentlich alles. Ich liebe es einfach Geschwindigkeit, Tempo und einfach die Freiheit. Einfach können fahren und nicht müssen überlegen und einfach alles andere können hinter sich lassen. Ich wohne in Engadin, wo wirklich ewiges Winter ist. Bei uns kommt es auch vor, dass es auch im Sommer mal schneit. Und das war für mich nie ein Problem. Ich hatte immer Freude, wenn es Schnee hat und möglichst viel sogar. Und ja, Sommer ist sicher schön, aber es ist nicht meine Lieblingszeit. Mein Leben ist im Winter und ich liebe über alles. Oben angekommen besichtigen die Athleten aus 12 verschiedenen Nationen die Piste. Neben Larissa fahren auch die Olympiasiegerin Patricia Kummer, Julie Zock und Ladina Jenny mit. Die Piste ist sehr gut, es ist noch ein bisschen weich oben drauf, aber es wird mit der Zeit sicher rausgerutscht werden und auch mit den Helfern wird das kein Problem sein. Beim Europacup fahren erst alle Athleten 2 Qualifikationsläufe. Die besten 16 kommen dann weiter. Und jetzt sind sie losgefahren, die Schweizerin Gasser auf dem Mauern und Hochreiter, die Deutsche auf dem roten Kurs. Und auch hier ein Sturz von Hochreiter. Sie ist sehr, sehr sicher unterwegs. Noch 2 Tore für sie. Und mit sie mit einer Zeit von 27,88. Ja, ist glaube gut gegangen. Aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob es verbrennt. Kommt schon, glaube ich, gut. Nach den 2 Quali-Läufen gibt es eine Pause fürs Mittagessen. Aber alle warten nur auf eins, die Resultate. Ob es fürs Achtelfinal gereicht hat, die Nerven werden auf die Probe gestellt. Momentan fühle ich mich recht komisch, also sehr unsicher, sehr nervös. Aber auch irgendwo, ja, es kommt so, wie es kommt. Und ändern kann ich es eh nicht. Und wenn es schief läuft, weiss ich, dass ich morgen noch mal fahren kann. Und wenn es gut ist, dann wird halt sofort weitergeschaut und fokussiert. Und endlich kommt die gute Nachricht. Es hat jetzt gelangt und ich bin jetzt überglücklich. Aber ich darf jetzt den Kopf nicht verlieren, sondern muss jetzt weiter überlegen, wie es die Taktik ist. Ich komme gegen sehr starke Fahrerin und Landsgenossin Ladina Jenny, die sehr viel schon gewonnen hat, aber nicht unschlagbar ist. Das Wetter hat umgeschlagen. Die Verhältnisse während der Finals sind schlechter. Denn es tritt an Ladina Jenny auf dem blauen Kurs gegen Larissa Gasser auf dem roten. Larissa Gasser leider auf dem roten ausgeschieden. Fährt weiter. Aber das ist natürlich jetzt ein einfaches Spiel für Ladina Jenny, wenn sie das runterbringt. Und Larissa Gasser hat es jetzt definitiv aufgegeben und somit Ladina Jenny Vorstoß in den Viertelfinale. Obendrein ich eine Führung haben, kurz. Und dann bin ich irgendwie quer reingekommen. Dann keine Chance gehabt. Für Larissa ist es das Aus für heute. Sie weiß aber, wie sie damit umgehen kann. Der Glaube macht mir sicher ruhig. Es ist sicher etwas, das entspannt, das aber auch hilft zu verarbeiten, in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt ein Sturz ist oder irgendeine Zickerei ist oder so. Es ist sicher ein Rückzugsort in jeder Hinsicht. Larissa schaffte es heute auf den guten 12. Platz. Beim Rennen morgen steht aber wieder alles offen. Wir sind jetzt hier bei Ariane und beim Jürg daheim und da sind auch schon die 4 Töchter. Hallo miteinander. Hallo. Warte mal, die Kleinen sollte ich eigentlich wissen. Du bist wahrscheinlich Linda und du bist Elena, richtig? Und ihr beide? Olivia und ich bin Clara. Und wie ist das jetzt für euch? Fühlt sich das an wie 2 kleine Schwestern oder wie? Ja, definitiv. Also am Anfang war es schon ein Umstellen von einer 3-köpfigen Familie. Jetzt sind wir eine 6-köpfige Familie. Aber jetzt sind sie für uns wirklich 2 kleine, herzige Schwestern geworden. Und wie haben wir es dann mit Ariane? Ist sie eine Art ein Mami-Ersatz fast, oder ist es doch mehr Partnerin einfach vom Papi? Also Mutter würde jetzt vielleicht nicht sagen, weil wir ja vielleicht schon ein bisschen älter sind. Aber es ist eher ja, wie auch Freundin geworden, also für uns, nicht nur
vom Daddy, sondern auch von uns. Also, man kann miteinander reden und man versteht sich eben, weil man die gleiche Geschichte hat. Gut, dann lasse ich euch noch ein bisschen anschauen und gehe mal zu den Eltern. Merci. So, jetzt komme ich wieder ein bisschen zu euch. Es sind also herzig, eure vier Girls. Jetzt sind ihr eigentlich eine Patchwork-Family. Wie ist jetzt das für euch? Ist das eher Daumen hoch oder hat es auch Sachen, die schwierig sind? Ich habe mir eigentlich immer eine Grossfamilie gewünscht. Vier Kinder, also noch dazu mal mit dem Paco zusammen. Und jetzt habe ich meine vier Kinder und meine Grossfamilie in einer anderen Form, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Aber es ist wirklich gut. Mit sicher am Anfang, so im ersten Jahr. Und jetzt gehen wir, glaube ich, auf eine bessere Phase zu, haben wir schon auch Mühe gehabt. Dass jeder seine Rolle gefunden hat. Sicher jetzt auch von den kleinen zwei her, weil du dort auch mehr in die Vaterrolle reingekommen bist, dass sie dich auch ganz akzeptiert haben. Wie war es denn für dich? Du bist eigentlich auf einen Schlag nochmal Vater von Kleinkindern geworden. Das ist nicht schon speziell, oder? Ja, das ist schon sehr speziell. Aber mit einem Teenager haben wir bis jetzt noch nicht so Probleme gemacht. Und da habe ich mich wirklich nochmal getraut, mich auf Kleinkinder einzulassen. Und wer erzieht welche Kinder bei euch? Und beide Mitspracherecht. Ich denke, von den Kindern her, die grossen und die kleinen zwei, ist es immer noch, dass Jürg für die grossen zwei die erste Ansprechperson ist und ich bin für die kleinen die erste Ansprechperson. Das merkt man, wenn es so ganz brenzlig wird, dass sie schon auch den lieblichen Teil mehr suchen als der andere. Was ist denn bei euch jetzt als Paar anders als bei einem Paar, das nicht so eine Vorgeschichte hat? Ich denke, ich als Person bin einfach anders und ich bin viel dankbarer und bewusster im Leben. Und ich glaube, das prägt unsere Beziehung und unser Familienleben. Also ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass jetzt unsere Beziehung so klappt. Also ja, durch das, was wir durchgemacht haben, durch die ganze Trauer und Verlust, haben wir es wirklich schätzen gelernt, ja, dass wir uns gefunden haben. Und es ist nicht selbstverständlich. Und das Thema Verlustängste, ist das etwas, das ihr manchmal habt? Jetzt habt ihr euer Glück wieder gefunden und dann ist man doch geprägt von dem, was man erlebt hat, stelle ich mir vor. Ja, also am Anfang, als ich in die neue Beziehung hineingegangen bin, habe ich eigentlich nicht an Verlust gedacht, sondern eben die Angst, sich wieder zu binden, kommt das gut und dann überhaupt so wieder zu heiraten. Also die Garantie hat man eigentlich nie, aber dort hat man sich, glaube ich, sehr viel Ruhe geschenkt und das Vertrauen hatte ich wirklich, dass es nochmal klappen kann. Und du, Arian? Ja, ich habe das auch probiert, Gott abzugeben. Und wir sind recht unbeschwert. Nein, ich habe eigentlich die Angst nicht und bin sehr dankbar darum, dass ich es nicht habe. Merci vielmals, Arian und Jürg, für den spannenden Einblick in eure Lebens- und Liebesgeschichte. Und alles Gute weiterhin. Wir sind am Schluss unserer Sendung und wie immer gibt es an dieser Stelle etwas zu gewinnen. Wenn auch Sie gerne mal möchten, die Gegend oben ein bisschen auskundschaften, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen zwei Tageskarten für auf Piste, Gstaad, Mountain Ride. Alles, was Sie wissen und richtig beantworten bis am nächsten Donnerstag. In welcher Skidisziplin hat Elia Zurbriggen bis jetzt seine besten Resultate erzielt? Nächste Woche gibt es dem Rudi Josoran gerade nochmal eine Liebesgeschichte. Dann von einem Paar, das sich am Tiefpunkt von seinem Leben kennengelernt hat. Sie sind zu dieser Zeit beide schwer drogenabhängig gewesen. Und die Woche darauf begrüße ich Sie wieder. Dann zum Thema «Da stehe ich drauf». Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Winterwochenende. Machen Sie es gut und bis bald. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.